Hallo Leute, wir sind wieder mal in Finofort. Habt ihr schon darüber berichtet? Ich habe wieder die Einladung bekommen zu den Landesluftfahrtarchäologen hier. Wir sind jetzt entsprechend dort. Heute ist die Landestagung. Wir sind schon einige Sachen gelaufen. Wir werden gleich noch Vorträge hören zu einigen Ausgrabungen, die passieren. Und natürlich auch entsprechend hier wird auch mein Vortrag dann noch kommen. Was ich euch eigentlich sagen möchte, deswegen ist auch die Überschrift hier Goldzug die zweite. Es geht tatsächlich weiter. Nur nicht so, wie ihr es euch vorstellen könnt. Damit ihr aber auch mal irgendwo auch mal ein Ende seht, damit auch von meiner Seite irgendwo mal, ja, ich sag mal, auch ein bisschen Ruhe einkehrt und ich mich auf neue Projekte klären will, möchte ich noch mal ganz kurz den Stand vom Goldzug an sich erklären. Der Goldzug ist da, das muss man einfach mal ganz klar sagen, und da wird auch in nächster Zeit nichts passieren. Das liegt nicht daran, dass wir es nicht wollen, sondern das liegt daran, dass die staatlichen Stellen das verhindern. Erste Sache ist, zwischen Polen und Deutschland ist zurzeit nach 500 Jahren, ich glaube menschlich, die beste Zeit zueinander. Zweite Sache ist, die Polen und die deutschen Regierungen wollen das nicht aufs Spiel setzen. Denn, und jetzt kommt die Erklärung dazu, wenn ihr euch vorstellt, dass 1945 die Deutschen selber gesagt haben, dass sie die Zwangsarbeiter in die Tunnel getrieben haben, dann zugesprengt haben, dann sind die da elendig verreckt. Die hatten zwar noch zu trinken, aber kein Licht mehr und keine Essen. Das ist eine grausame Geschichte. Jetzt kommt dazu, dass die polnischen Ansiedler, die dort 1946 angesiedelt worden sind, 45, 46, dass die davon berichten, dass in den Bergen um Riese herum es aus diesen Ritzen des Berges herausgegast haben soll, dieser Geruch von verwesendem Fleisch. Ich kann es gar nicht genug dramatisch erzählen, wie beschissen und wie scheiße das Ganze war. Die sind da elendig verreckt. Aber jetzt kommt der Punkt. Genau das würde heute dazu führen, dass wenn wir so einen Tunnel aufmachen, da unten Skelette liegen in weiß-blau gestreifter Kleidung. Das ist die Konzentrationslagerkleidung. Damit haben die gearbeitet. Und es kann definitiv sein, dass diese da unten wirklich zu finden sein werden. Und das wollen die Regierungen nicht. Das ist einer der weiteren Gründe. Einen sehr massiven Grund ist es natürlich auch, dass die Alliierten 1945 auf der Konferenz von Potsdam bereits beschlossen haben, was mit solchen Funden passiert. Ob da ein Schatz drauf ist oder nicht, wenn da der Schatz drauf ist, ist das Ganze noch viel, viel dramatischer. Aber diese Funde sind in diesen Akten bereits beschlossen, dass sie zwischen den Alliierten aufgeteilt werden. Das heißt, die rechtlichen Ansprüche stellt Russland, England, Frankreich und Amerika. Von der Seite aus haben die Polen gar kein Interesse, da was zu machen. Oder, das ist auch eine Möglichkeit, wenn sie noch 100 Jahre warten, ist das, was da unten drin ist, immer noch da. Und dann sind wir tot, die Ansprüche sind weg. Und sie können da wegen meiner ganz getarnten Baustelle drauf machen, dann denkt keiner mehr daran, dass da mal der Goldzug war. Oder beziehungsweise unsere Grabung, halt, so muss man es sagen. Das ist erstmal die Grundgeschichte für das Ganze. Also es sind Gründe, warum die polnischen Behörden das nicht wollen. Dies ist die Nummer 1 auf diesem Vortrag. Die eigentliche zweite Sache an der Sache ist jetzt aber, dass das Problem besteht, was machen wir denn jetzt mit zukünftigen Tunneln? Bei anderen Projekten, wir haben ja noch mehr, wir sind ja da noch lange nicht durch. Also kann euch schon jetzt sagen, dass mein nächstes Buch rauskommen wird. Das wird also eine Art Tabula Rasa werden. Ich werde also alle bekannten und unbekannten Stollen auflisten, werde die Geschichten dazu schreiben. Was ist die Geschichte dazu? Wie sind wir dazu gekommen? Was ist drin? Ist da schon mal was geöffnet worden? Ist dann wieder zugemacht worden oder ähnliches? Was wissen wir? Das will ich über das gesamte Eulengebirge sozusagen um den gesamten Bereich Riese mal veröffentlichen. Da mache ich noch mal ein Buch. Wahrscheinlich wird es ein Zweiteiler. Aber was passiert mit Tunneln, die wir noch haben, die wir gerne aufmachen wollen? Bei dem Goldzugtunnel ist es ja so gelaufen, dass wir den Tunnel entsprechend angemeldet haben, ganz geheim, das war Kopper und Richter gewesen, die haben das gemacht,
und ich habe den südlichen Teil dann angemeldet. Aber das Interessante ist dann dabei, dass einer von der Behörde entsprechend beigegangen ist und der hat das Ganze an die Presse verraten. Für den berühmten Silberling, sagen wir es mal so. Und dadurch ist das Ding weltweit halt für uns um die Ohren geflogen. Wir konnten natürlich nichts außer dem Georadar nachweisen, dass wir es so und so haben. Nichts anderes. Haben wir gar nicht. Weil wir waren ja nicht unten. Und da kommt jetzt unsere Überlegung hin. Wir haben ja noch einige Tunnel. Und unsere nächste Aktion läuft jetzt gerade an. Ich kann es schon mal sagen. Ich kann darüber berichten. Ich bin nicht genau dabei, aber ich habe damit zu tun. Es wird eine Grabung jetzt erfolgen. Die wird in einen Tunnel hineingehen. Und wenn wir dort etwas drin entdecken, nach dem, was wir vermuten, dann wird diesmal alles fotodokumentarisch aufgenommen. Dann wird der Tunnel verschlossen. Es wird auch nichts entfernt aus dem Tunnel. Also da kann man schon mal versichert sein. Weil da wollen wir uns nicht mit irgendwelchen Straffälligkeiten befassen. Wir werden den Tunnel öffnen, kontrollieren, auch wo was drin ist, dokumentieren und dann den Tunnel wieder verschließen. Wenn nichts drin ist, kann ja sein, dass das Ding einfach leer ist. Ja, zum Beispiel im Jonastal Stollen 1, der ist ja riesig groß. Man kommt nur unter ganz großen Schwierigkeiten rein, aber der ist komplett leer. Aber es kann ja auch was drin sein. Aber wenn der leer ist, dann werden die Dokumentationen, die wir dann gemacht haben von dem Tunnel, ins Internet gestellt, die werden öffentlich gemacht. Und dann weiß auch jeder, der da forscht, der sich damit beschäftigt, dieser Tunnel ist definitiv leer. Die Kraft, die er hat, braucht er für diesen Tunnel nicht mehr ausgeben. Das ist die Idee dahinter. Sollte dann aber da drin was sein, dann wird es genau das gleiche passieren, was wir mit dem Goldzucht-Tunnel gehabt haben. Der wird offiziell angemeldet. Und dann werden wir ganz offiziell sagen, so, hier ist der Fund, hier haben wir das und jetzt können wir es auch beweisen. Weil das war nämlich der Fehler gewesen in Sachen Goldzug. Es ist an die Öffentlichkeit gekommen, bevor man etwas beweisen konnte. Und das ist natürlich dann uns sozusagen zum Fängnis geworden. Ich habe ja die ganzen E-Mails bekommen, die ganzen Nachrichten bekommen, die hier unter bei YouTube in den Filmen drunter stehen. Ne, wie blöd das alles ist und alles in der Presse. Erste Sache, Presse. Leute, glaubt nicht, was in der Presse erzählt wird. Das ist immer Schwachsinn. Die berichten doch auch nur das, was wir ihnen erzählen. Die kommen mal rum, dann recherchieren sie. Die guten Journalisten recherchieren ja wenigstens noch ein bisschen. Aber selbst der Film im ZDF, der ist gedreht worden. Da hat man so viel verdreht und gedreht und erzählt, das ist auch alles nur Erzählerei. Die wissen es halt auch nicht. Die wissen auch nicht mehr, als wir ihnen erzählen können. Und von der Seite her, glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. Allerdings nimmt die Fakten da dran, wo, was, wie ist. Und dann könnt ihr uns fragen oder dann könnt ihr diejenigen fragen, die das machen und dann ist das entsprechend gut, dann haben wir da auch was. Aber vom Fakt aus ist gesehen, wir wollen jetzt erstmal sehen, was drin ist, dann werden wir es anmelden und dann werden wir es bekannt geben. Das wird nicht in den nächsten 2 Wochen passieren, sage ich auch schon jetzt. Das wird eine ganz, ganz große, lange Zeit dauern. Ich schätze mal mindestens bis zum Ende des Jahres, mindestens, das kann auch noch ins halbe Jahr reingehen, im nächsten Jahr. Das ist wirklich so geplant, dass wir uns da Zeit lassen. Wir wollen da ja auch keine, ich sag mal, Zaungäste haben. Das soll wirklich ganz in aller Ruhe gehen. Und von der Seite her ist das jetzt hier nur mal eine Ankündigung und nochmal eine Erklärung zum Goldzug, was wir da haben, warum und weshalb. Das mache ich auch deswegen, weil ich es auch langsam ein bisschen genervt bin, weil die Leute schauen nur, das ist ein Video Goldzug ganz frisch und schon sind sie am Fragestellen, machen sich aber nicht die Mühe, mal die alten Videos zu gucken, wo ich ja vieles auch erklärt habe. Also, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass die Truppe, die das macht, möglichst schnell unten ist, dass wir da rein können und dass wir das dokumentieren können. Das ist natürlich auch wieder der Versuch, die Geschichte wieder deutlich zu machen, öffentlich zu machen, weil auch öffentliche Stellen das gerne verhindern wollen. Ich danke mich und wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Wo mache ich es aus? Hier.